Der Lukas Schauer, heute im Außeneinsatz. Hier in diesem Video siehst du jetzt ein Haus, was zum Verkauf steht in einem Vorort von Philadelphia. Das Haus hat 3 Schlafzimmer und 1,5 Badezimmer. Das Haus wird von einer Bank verkauft und so wie es aktuell ausschaut, ich bin schon durchgelaufen, war hier schon wieder ein Flipper am Werk. Ein Flipper, der wieder versucht hat, das Haus zu kaufen, komplett zu renovieren und teurer zu verkaufen. Aber wie du siehst, irgendwie ist er nicht fertig geworden. Mein üblicher Spruch, am Ende des Geldes vom Flipper ist noch jede Menge Projekt übrig. Das heißt, der ist irgendwie in die Zwangsversteigerung gerutscht oder das Haus ist in die Zwangsversteigerung gerutscht. Die genauen Umstände kenne ich nicht. Der aktuelle Eigentümer ist eine Bank und mit der verhandeln wir jetzt gerade über den potenziellen Kaufpreis. Bevor wir ein Angebot abgeben, schauen wir uns an, was der Flipper gemacht hat und was er nicht gemacht hat. Das heißt, was wir noch machen müssen, weil das kalkulieren wir natürlich mit ein. Los geht's, schauen wir uns das Haus mal an. Das hier ist das gute Stück. Was gleich auffällt, ist der Fußboden. Das ist ein Holzfußboden, aber ich gehe mal davon aus, der ist nicht mehr in dieser Form zu retten. Was aber auch auffällt, ist, hier sind schon Patches an der Wand. Das heißt, diese ganzen Patches da hinten und hier unten, die Trims, also die Fußleisten fehlen. Das heißt, da hat schon jemand versucht, wieder zu renovieren. Ich tippe mal, das Geld ist ausgegangen. Was sehen wir noch? Ein altes Thermostat. Und vergilbte, ekelhafte Lüftungsauslässe. Und das erklärt auch, warum es hier drin so riecht. Das ist nämlich das, was du auf dem Video nicht siehst. Es riecht hier ein bisschen, als wäre was im Lüftungssystem verendet. Und was sehen wir hier noch? Double Pane Windows, also das sind schon neuere Windows, Vinyl, doppelt verglast. Dann haben wir hier eine Küche mit einem überdimensionierten Kühlschrank, der einfach mal mega viel Platz wegnimmt. Das heißt, das kann man irgendwie geschickter lösen. Eine Echtholz Lazy Susan hier in der Ecke, die gibt es dazu. Das sieht auch aus wie Massivholz. Das heißt, die Küche in dieser Form würde ich sogar noch retten wollen. Neue Arbeitsplatte, neue Farbe, sollte gehen. Das da oben geht nicht. Da hat es wohl irgendwie mal ein bisschen Fett gerieselt. So, dann haben wir hier noch einen Gasherd. Und farblich ganz weit vorne, diese Arbeitsplatte, das ist ja wirklich toll. Gehen wir mal in den Keller runter. Auch eine Massivholztreppe. Achtung, Kopf einziehen, sonst scheppert's. Autsch. So, hier unten riecht's nicht. Wir haben hier eine schöne Bar. Dann kann man hier richtig auf Party-Safari gehen. Dann haben wir da ein Badezimmer. Das sieht irgendwie... Bitte lass es Farbe sein, bitte lass es Farbe sein, bitte lass es Farbe sein. Oh, es ist Farbe, okay. Das ist irgendwie alles rot hier drin. Aber das ist nur ein Half-Bath, das heißt nur eine Toilette. Was haben wir noch? Freiliegende Beams. Da sieht keiner gecrackt aus. Also nicht irgendwie angerissen oder sowas. Pfeile. Das sieht gefährlich aus, oder? Oh, na gut. One way to do it. Da haben wir noch einen Kleiderschrank. Da haben wir eine Heizung. Die ist bestimmt 30 Jahre alt. 20, 30 Jahre würde man über dich schätzen. Die muss raus, wenn man hier noch eine Klimaanlage einbauen möchte. Das geht so nicht, beziehungsweise das ist schon Return. Ja, muss mal gucken. Dann haben wir einen Utility Sink. Das heißt, hier würde jetzt Waschmaschine und Trockner stehen. Da ist der Gasanschluss für den Trockner und da sind die Lüftungsauslässe. Und auch hier wieder alles schön sichtbar. Nichts irgendwie verdächtig. Dann haben wir eine Werkstatt. Oh, auch schön. Eine Werkstatt. Schraubstock. Und da ist der Durchbruch oben im Wohnzimmer, glaube ich, gegenüber der Küche. Da wollten sie wohl eine Lüftungsanlage einbauen. Das Projekt wird wohl scheitern, und zwar deswegen, weil das Panel hier ist dafür nicht ausgelegt. Das wird keine Klimaanlage in der Form tragen. Das muss ausgetauscht werden. Aber so sieht das hier unten ganz gut aus. Gehen wir mal nach oben. Oh, hier ist noch viel zu machen. Der Fußboden, der muss neu gemacht werden. Aber so eigentlich doch schön. Auch die Treppe. Echt Holztreppen. Da fehlt nur ein Geländer.
Das kann man noch mal machen, die Treppe, die kann man noch retten. Und dann haben wir jetzt hier oben, warte mal, das sieht ein bisschen schräg aus. Naja, mal gucken. Dann haben wir hier ganz klar erkennbar Ashleys Bedroom. Ich glaube, hier war der Specht. Ein Traum in Blau. Oh ja. Kleines Schlafzimmer, Office. Wir müssen unseren Hausdurchgang hier in diesem blauen Zimmer kurz unterbrechen. Wenn dir solche Hausdurchgänge und meine Videos gefallen, dann lässt du mir am besten ein Like da. Ein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast, und natürlich auch die Glocke aktivieren. Dann informiert dich YouTube umgehend, wenn ich ein neues Video, zum Beispiel von so einem Schmuckstück hier, im Hausdurchgang hochlade. Auf geht's, weiter durchs Haus. Dann haben wir hier Schlafzimmer Nummer 2. Auch hier wieder ganz klar erkennbar, da fehlen die Fußleisten überall. Das heißt, da hat schon mal jemand was versucht. Hinten raus, das ist der Hof unten, da war vorher meine Garage, aber da hat er jetzt wohl, glaube ich, die Werkstatt reingezimmert. Und das gehört auch noch mit dazu, also bis zum Baum. Dann haben wir hier Schlafzimmer 2, ein bisschen größer. Oh, das ist ein Traum. Hm. Mit Oberlicht. Schön. Schön, schön, schön. Oh, das muss alles raus. Das kannst du nicht mehr benutzen hier. Obwohl ich ein Fan von solchen Cast Iron Badewannen hier bin, aber das geht in der Form nicht mehr. Das ganze Badezimmer muss neu. Da haben wir hier noch ein Linnencloset. Schön. Aber solche Details, das gefällt mir. Die sind original. Das Konzept hier, das verstehe ich nicht. Wieso gibt es denn eine Klapptür im Schlafzimmer? Na, vielleicht war sie nie da, was auch immer. Dann haben wir hier das große Schlafzimmer Nummer 3. Das hier verstehe ich nicht. Macht man da einen Kleiderschrank rein? War da ein Kleiderschrank drin? Sieht irgendwie nicht so aus, weil der Kleiderschrank ist ja da. Hm. Anyways, dann haben wir hier noch den Kleiderschrank, aber auch mit einer schönen Tapete. Hier sieht es aus wie ein Crack. Ah, müssen wir von draußen gucken. Wo wir eine Drohne drüber fliegen. Aber sonst wäre das das Haus hier. Du hast jetzt das Haus gesehen. 3 Schlafzimmer und 1,5 Badezimmer habe ich gezählt. Mehr habe ich jetzt auch nicht gezählt. Aber vielleicht kann man ja unten aus diesem Werkstattraum noch ein Schlafzimmer rauszimmern. Da war vorher meine Garage, das Tor haben sie weggemacht, das sieht man von draußen. Ja, was gibt es noch zu dem Haus zu sagen? Also du hast jetzt alles gesehen, du hast gesehen, was hier schief läuft, du hast gesehen, was repariert werden muss. Und jetzt bin ich auf deine Schätzung gespannt. Was glaubst du, was kosten die Renovierungen für so ein Haus hier in dem Vorort von Philadelphia? Die genaue Adresse von dem Haus kann ich nicht sagen, weil wir aktuell noch in der Gebotsphase sind. Das heißt, das Haus hier gehört keinem Privatmann, es gehört einer Bank. Und das ist ein sogenannter REO, also Real Estate Owned. Das heißt, das ist eine Zwangsversteigerung gewesen. Und das gehört jetzt der Bank, dieser eingetragene Eigentümer, und die verkauft. Da gibt es ein paar besondere Regeln, was bei so einem Deal zu beachten ist. Aber anyways, deine Schätzung, was kostet die Renovierung für so ein Haus, um das wieder auf Code zu bringen, beziehungsweise für eine Familie, die das mieten möchte, attraktiv zu machen? Schreib mir das mal in die Kommentare. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.